The year is 2001. The world is a very dangerous place. As the fragments of the former Soviet Union slide deeper and deeper into chaos, the forces of crime and terror expand to fill the vacuum. There is war in the Balkans, war in the Middle East, war in a dozen hotspots around the world. Outnumbered and under siege, the Western democracies desperately struggle to keep the growing disorder from spilling across their borders. On the front lines of this strange war is the Counter-Terrorism Task Force, codenamed Rainbow. Operating out of bases on both sides of the Atlantic, Rainbow operatives are poised to strike at a moment's notice anywhere on the globe. Although their existence is secret, their combined courage and vigilance have saved the lives of millions. Yet even now, a new enemy looms in the east. An enemy greater than any Rainbow has ever faced. An enemy able to strike when and where he pleases, bound only by his own hatred and ambition. An enemy armed with the most fearsome weapon known to man. Target acquired. Go, go, go! Rainbow Six Rogue Spear von Tom Clancy. Genau das will ich jetzt zeigen. Das Spiel ist von 1999, nee, von 2001 ist das Spiel. Und das ist einfach ein Klassiker denn je. Denn es ist ein Taktik-Shooter. Das ist das Beste überhaupt. Man kann ihn auch Multiplayer spielen über Hamachi, aber ja, weil die Server sind eigentlich alle tot. So, dann wollen wir mal anfangen. Das Spiel ist übrigens von Redstone Entertainment, wenn man sieht. Ja. Singleplayer. So, ich habe hier schon mal was angespielt, aber werde natürlich eine neue Kampagne starten. Auf Schwierigkeitsgrad. Ich spiele jetzt erstmal auf Mittel. Ich nenne mich mal Soldat Alex. So. Und los geht's. Erste Mission. Man spielt übrigens, glaube ich, 18 bis 19 Missionen. Eine nach der anderen. Ja. Und hört da euch mal zu jetzt. Oder sagt sie gar nichts? Na, manchmal sagt sie was. Aber auch nicht irgendwie immer. So, man muss also die Aufgaben erfüllen, die einem gestellt werden. A group of Egyptian extremists has stormed the Museum of Art in New York City during the opening festivities of a new exhibition of Egyptian antiquities. Your mission is to retake the building with minimal loss of life. Ja, das habt ihr nicht alle verstanden. Ja, das sind überall, was man dazu sagen kann, das sind überall Geiseln. Die müssen wir befreien. Und ja, ich nehme jetzt einen Plan. Also man muss einen Plan erstellen, wie man die Mission bestreiten will. Hier kann man jetzt alles, also hier konnte man eben die Soldaten hinzufügen, die man mitnehmen möchte. Es gibt hier Santiago an Ana Visca, der mich an Fernando Alonso erinnert, egal. Dann Daniel Bogart. Die haben ja alle also so eine Leistung. Also Aggression, Aggression, Leadership und so ein Kram. Ding Chavez ist natürlich auch einer der sehr guten. Es übrigens, es gibt auch ein Buch, das ich noch lese. Er ist die Hauptperson und ich glaube, er hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, er ist irgendwie, keine Ahnung, halt der Hauptcharakter. Er kann auch, glaube ich, nicht sterben oder so. Also er ist bei jeder Mission eigentlich wieder dabei. Naja. Dann, ja. Jetzt kommen immer mehr dazu. Vorteil Rainbow Six 1 heißt es nur. Da gab's nur welche von Deutschland, Israel, Großbritannien und USA. Ja. Die, aber jetzt hat sich die Rainbow-Einheit halt erweitert mit Polen, mit, ja, wir hatten doch gerade einen Jamaikaner, oder? Sowas ähnliches. Ja, das Spiel flackert leider ein bisschen, das ist aber immer so. Weil das halt auch wieder sehr alt ist, mein Computer zu neu für das Spiel ist. Ah, wo war der?
Was, Ägypter? Alles von Brasilianer? Nee, den meinte ich nicht. Die Franzosen sind natürlich auch dabei. Aber wir brauchen, glaube ich, nur für die Mission 5 Menschen. Okay. Eine Schalldämpferwaffe, weil wir in ein Museum müssen, wie man schon gemerkt hat eben. Ich nehme noch statt dem Flashbang, heißt Bandgranate, nehme ich natürlich einen Heartbreak-Sensor. Denn da sieht man, wo welche Gegner sind. Das kriegen natürlich gleich alle. Indem man auf darauf egal. Nee, ich hab's vergessen. Ich habe das Spiel jetzt auch länger nicht gespielt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was man hier so machen kann. Also, wir sind in zwei Gruppen gestaffelt. Blau startet hier, die ich gleich übernehmen werde. Team 1. Team 2 fängt hier an. Man kann den Plan selber erstellen. Da habe ich jetzt aber leider keine Lust zu, weil es einfach zu lange dauert und euch das nicht so interessiert, denke ich mal. Also, man kann auch eine 3D-Ansicht machen. Ist jetzt aber auch nicht so geil, weil die Grafik halt auch nicht so berauschend ist, weil das Spiel alt ist. So, wir müssen gleich durchs Museum gehen und die Geiseln sind. Die sind, glaube ich. Müssen eigentlich da sein irgendwo. Da sind die Geiseln gleich drinnen. Und wir müssen so ein kleines Stück laufen, aber es sind halt überall Terroristen im Weg. Und Rot hat folgenden Weg. Die starten hier, gehen dann die Treppe hoch, ans zweite Geschoss, laufen den Weg da lang, bla bla bla. Dann kommen sie, glaube ich, irgendwo da runter und sind dann auch hier. Ja, gut. Dann fangen wir mal an. Man muss halt die Geiseln befreien oder alle Terroristen töten. Und die Geiseln muss man zum Sicherheitsplatz bringen. So, wir starten einfach mal an. Und dieser Dialog soll nicht. Und gleich wird das auch. Stört ja wirklich nur noch. So. Da sieht man nochmal wirklich, worum es geht. Rescue our Hostages, Pandora Trigger, New York, USA, 8.04.2001, 1:30 Uhr nachts. Und press OK to start the mission. Das steht hier oben. Dankeschön. Ja, interessant. So, den Typen nehmen wir natürlich mal in Sicherheit. Nehmen wir mit. Bla. Den bringen wir schon mal hier hin. Wir gehen jetzt erstmal dem Weg nach, aber wir sind natürlich ganz vorsichtig. Steuerung ist ganz easy, WASD. Ja, halt Standard-Shooter-Steuerung. Und ich muss jetzt mal aufpassen, weil wir sind hier schon echt an einer ungünstigen Lage. Da ist einer. Habe ich. Ich sage, Waffe war gerade gezoomt. So, dann gehen wir mal hier lang. Also, was man noch sagen muss, das Spiel ist wirklich sehr, sehr alt. Mit der Taste öffnet man die Uhr. Seht euch die ganz schlechten Grafik-Engines mal an. Soll ein Wasserhahn sein. Alles ist von 2000 halt, ne? Wusste man noch nicht, was Qualität bedeutet. Dann gehen wir mal hier lang. Schleichen hier durch. Ja, dann einmal hier durch die Tür. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückrennen. Was hat das jetzt für einen Sinn? Frag ich mich gerade. Also man will hier echt alles lieber erkunden, bevor man drauf geht. Okay. Scheint clean zu sein. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Und einer von Rot ist übrigens schon gestorben. Das erkennt man hier. Ja, kann ich jetzt nicht zeigen mit meinem Finger. Schlau. Dass da ein grüner und ein roter Balken ist. Bei uns sind noch alle grün. Man kann bis zu 8 Spieler, Typen in seiner Mannschaft haben. In 4 Teams aufgestaffelt. Habe ich. Irgendwie fehlen die Sounds, glaube ich. Das stelle ich mal eben ein. Ist, glaube ich, nicht so günstig. Ach. Ist ja echt ärgerlich. Ja, dann in der nächsten Mission. Finde ich jetzt ein bisschen schade. So. Vorsichtig. 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 Zack. Oh.
Alter. Ich bin jetzt gelb, ist angeschlagen. Oh nein, Sturm, Sturm, Sturm. J habe ich jetzt gedrückt, also Alpha. Nein, und ich habe verloren, weil der hier eine Geise umgelegt hat. Die arme Olle mit ihrem platten Gesicht, mit ihrem Mopsgesicht. Ich gehe noch einmal kurz zurück zum Plan, damit ich einmal kurz den Ton einstellen kann, den ich gerade im Spiel ein bisschen vermisse. Wir haben nur einen Trailer gerade gehabt und sonst habe ich noch nichts gehört. Aha, kein Wunder. Machen eigentlich alles an. Bis. Ja, klick, klick. Das passt schon. Okay. So, und jetzt spielen wir weiter. Also ich bin eben, hab's nicht geschafft. Das war das, ne? Ja. Und weiter geht's. So, und jetzt hören wir die auch reden. Operation Pandora Trigger. A group of Egyptian extremists have stormed the Entschuldigung, Museum of Art John in New Clark. York City during the opening festivities of a new exhibition. Looks like we've got some new team members. Welcome aboard, ladies and gentlemen. But try to save the introductions for later. We've got work Danke. to do. Normally, guards handle Ich hatte hostage jetzt keinen Bock situations mehr, den anonymously, but anzuhören. Das hat zu lange gedauert und ihr wisst eigentlich schon, worum es geht. Könnt ihr auch was sagen? Nö, okay. Gut. Das nervt auch. Gut, jetzt habt ihr auf jeden Fall auch Sound. Weil wir. Ich möchte wieder den Heartbreak-Sensor. Obwohl, den brauchen wir doch nicht. Ich weiß schon genau, wie wir das gleich machen. Die los mit Sound Action. Ja. Ja, bist du. Weil, warte, wir müssen da lang. Da. Man hört auch die Polizeisirenen. Kontakt. Der lebt noch. Oh Gott. Oh. Ich werde bei der Musik ein bisschen panisch. Bei Rot steht jetzt Flashbang. Das heißt, die stürmen und verrecken. Rickful. Aber sie leben noch. Schön. Wenn ihr dieses Regular Life guckt, oder dann haben sie einen getötet. Und jetzt können sie nichts mehr töten, weil beide weg sind. Hellrot heißt halbtot. Nee, heißt. Zwar angeschossen aber, und tot, aber der Rot heißt Volltot. Also, tot ist tot, aber der andere hat 5 Löcher, der andere 3 Löcher. So, point for me. Ich muss jetzt erstmal alles alleine weitermachen. Okay, ist ein bisschen einfach, weil da das kann man, glaube ich, gar nicht einstellen, dass dieses automatische Ziehen weggeht. Wäre natürlich noch spannender. Wo? Oh nein! Der Junge verpisst sich gerade. Schisser. Oh ja, der mit dem Bart. Ist hier, wo er ist? Oben ist er nicht. Das ist ganz schön schwer. Ich glaube, ich gehe genau. So, wir nehmen eine Blendgranate.
Oh nein, ich dachte, ich habe ihn schon abgelegt. War nicht der Fall. Das... Aber so, weil die, wenn die blind sind, nichts machen. Was unlogisch ist. Kommen wir nochmal. Oh, und das ist der letzte Versuch. Na, wo ist das der letzte? Ich versuch's tausendmal. I am safe now. Ja, ich kenne schon ein bisschen jetzt auswendig langsam. Der Typ will aber irgendwie gar nicht mitkommen. Naja, okay. Dann nicht. So, ich mach das jetzt ein bisschen zickzack durch. Ich kenn's ja jetzt eigentlich schon. Ach, den hab ich. Nein. Ach so, okay, auch logisch. Ja, das Spiel ist halt alt, aber es ist traditionell. Da war einer. Da war einer. Ah, schieß doch. Unlogisch. Ich habe die Taste gedrückt, aber der eine macht's noch, oder? Oh Gott, nein. Oh, Fernando Alonso ist gefallen, mal wieder. Ach, dann nehme ich jetzt die hier. Ist bestimmt auch nicht so schlecht. Was hat der denn für ein komisches Gewehr? Oh. Das ist halt ein Mus. Oh. Ja, ich wollte gerade Texturen zeigen. Oh, die hat eine Shotgun. So, letzter Versuch. Ich habe nur noch die Finnen, nee, die Schweden. Erkennt man auch am schönen blonden Haar. Jo, geschafft. Jetzt dürften eigentlich langsam mal keiner mehr kommen. Ich mach's genau wie eben. Blendgranate. Oh. Da will einer kommen. Grenade, catch your grenade for ya. Lol. Klingt ein bisschen wie ein Alien, wenn die sterben. Sind hier noch welche? Ne, ich hab's geschafft, glaube ich. Escort. Ach, ich weiß jetzt nicht, welche Taste das ist. What? Du Hurensohn! Der war's, ey, der war's. Ach Gott, ist das doof, ey. Ich nehme jetzt von Anfang an mal das rote Team. Hat mir eigentlich gefallen. Ganz doof von mir jetzt. Naja. Rot startet ja woanders. Okay, wunderbar. Ja. Krass, ja. So. Ein bisschen muss. Aufstoßen muss sein. Ich bin jetzt mit einem Typen unterwegs und Novikov heißt der Typ. Der sieht ein bisschen aus wie dieser eine Schauspieler. Wie heißt denn der? Der bei Beverly Hills Cop mitspielt, der Dicke. Der spielt nur in den ersten beiden Teilen mit, dann ist es ein anderer Schauspieler. Keine Ahnung, wie er heißt. Aber er ist cool. Der Film mit Eddie Murphy übrigens. Ach! Hab mich gar nicht gesehen. Oh nee, ey. Blöde Schweden, zu viel Ikea oder was? Entschuldigung. Ja, das ist ein bisschen doof, die alle KIs sind ja irgendwie ein bisschen blöd. Die gucken, also die fallen eigentlich immer. Also. Ja. Ich stürme eigentlich jetzt gerade nur noch durch. Weil ich weiß eigentlich. Mich erwartet hier was gleich. Hey! Schisser. Renner zu den Geisern? Oh. Wieder nix. Ein Versuch noch. Ein Versuch wird noch gewahrt. Ein weiterer. Irgendwann schaffen wir's. Mission failure. A hostage was killed. Und wir nehmen wieder rot. Hat Spaß gehabt. What? Och Gottes Willen. Ja, da ist mir die Spinne ins Hand gegangen. Dankeschön. Blondie. Man kann übrigens immer nur den Teamleader spielen, man kann nicht im Team den Partner wechseln. Ja, geil. Die sehen sehr eckig aus.
sind halt richtige Menschen. Ach ja, die Kollegin musste mal wieder hier rumwerfen. Wo sind meine Kollegen? Ist hier wer? Hallo? Oh. Komm schon. Nein. Oh, die macht aber Risiko jetzt. Oh, das war's noch nicht, da kommen noch welche. Ach nee, ich will das lieber machen. Nee, die sind zu blöd, das weiß ich. Catch, ach so. Ach, ich lass sie erstmal machen. Erstmal machen lassen. Ey, die sind gut. Ey, die sind echt gut. Warte, ich geb mir Deckung. Ach, die wollen da lang. Okay. Blondie macht das schon. Ist nichts mehr. Halbe Mission, glaube ich, denke ich mal, geschafft. Ich gehe mal einen anderen Weg. Irgendwo müssen noch welche sein. Ich glaube, ich weiß auch wo. Hier. Ich stürme mir einfach durch, riskiere das Leben. Blondie ist in der nächsten Mission vielleicht nicht dabei, wenn die jetzt drauf geht. Ah. Okay. Mission. Und damit haben wir die beendet. Was mich sehr freut, denn langsam ging es mir auf die Eier. Hier sieht man nochmal die geilen. Das Erfolgsbild des Teams. Ja. Und hier ist die Statistik. Fernando Alonso, Santiago Anavisca genannt, hat nichts gemacht. Also er hat 0, ist draufgegangen, hat 0 umgelegt, 0% Trefferquote, 0 Schuss abgegeben, 2-mal anvisiert oder so. 2 Assists oder so. Weiß ich nicht. Steht auch nicht. Arkady Novikov, leider draufgegangen, unser Schauspieler von Beverly Hills Cop, 3 umgelegt, 85% Trefferquote, 7 Schuss abgegeben und ein Kreis, keine Ahnung. Karl Haider, der Österreicher, hat überlebt, 2 umgelegt, 33% Trefferquote, 9 Schuss abgegeben nur. Und Gennady Velidov lebt selbst, Annika, leider, lebt auch noch. Gut. Das war die erste Folge und die zweite folgt zugleich.